Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Serials und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid, hier bei mir in Scum. Und wir sehen ja schon, wir sind hier an der Mechfabrik unten im Süden und machen gerade da weiter, wo wir das letzte Mal in der Folge aufgehört haben. Folge ist, das schreiben wir mal in die Third Person. Steigen aus, kontrollieren soweit, dass Wasser und das alles passt. Da sollte man eigentlich noch was ausziehen. Ja, legen wir es mal rein. So. Dann haben wir zumindest mal ein bisschen was. Können wir ja notfalls wieder anziehen, wenn wir was finden. Dann würde ich doch mal sagen, lassen wir auch das Gewehr da. Braucht man eh nicht. Dann haben wir noch was, was wir schultern können. Also hier kommen wir am besten hier rein. Mal gleich mal alles trinken. Ja, ich sehe da, die Temperatur ist schon wieder gefallen. Also sogar schon allein nur die taktische Jacke war schon zu viel des Guten. Da muss man eigentlich schon hier echt aufpassen. Ne? Weil wenn er mal die 39 Grad übersteigt, dann wisst ihr Bescheid. Das nehmen wir natürlich mit für den Fall der Fälle. Schüchen können wir auch mitnehmen. Will ich doch alles nicht. Taugt auch nichts. Taugt auch nichts. Deswegen komme ich doch hier nicht her. Och Spiel, ärgerst du mich jetzt? Echt jetzt? Gut. Dann muss man das goldene Katana rausnehmen. Dann kriegt das Spiel vielleicht Angst. Seder, schon noch mal eine Weste. Besser als nix.
So. Auch Granate. Aha. Hose. Mal, was wir noch so alles finden. Ja, komm her. Pinke Gasmaske. Was haben wir denn hier? Nix. Auch nix. Auch nix. Ha. Kamera mitnehmen. Kamera mitnehmen. Bin ich ja mal gespannt, was hier noch so alles rumjuckelt. Einen Helm. Also ihr seht schon, man kann hier schon was finden. Ist zwar nicht überall was drin.
Aber auf die Menge. M82-Scope, immerhin. Ein Kilo. Legen wir mal raus. Hose und also ihr seht, allein was ich jetzt nur in diesem einen Gebäude rausgeholt habe. Ja, also eigentlich muss ich schon fast wieder zurück ausladen. Schon wieder eine Hose. Maske. In weiß. Heieiei, da waren wir schon. Ja, dann gehen wir halt mal wieder ausladen. So.
auch rein. Dann ziehen wir diese an. Passt besser. Dann tun wir das da rein, das da rein, das da rein. Dann können wir die auch da rein tun. So, 1, 2, 3, zack, zack, Scope, das, 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 lassen wir die da drin. So, tun wir da mit rein. Dann haben wir hier 1, 2. Nehmen das da auch, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz und kann man damit rein tun, braucht man nicht den da mit reinnehmen. Hier gefährlich, ne? Viel.
Die wissen, wo es lang geht. Halleluja. Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen nach unserer Temperatur. 37,1. Ach du Scheiße. Halleluja. Muss mit dem umdrehen. Dann nehmen wir den weißen auch ab. Na, das ab. Nehmen das ab. Lass mal einfach mal hier ein bisschen. Nur ein bisschen durchatmen kann. Also hier findet ihr hauptsächlich Sachen zum Bauen. Sind dann hinten noch dementsprechend Hallen, da noch Hallen. Also es geht schon was, ne? Also hier ist gefährlich, weil hier könnte der Mech euch sehen. Von der anderen Seite könnte euch der andere Mech sehen. M82 Muni. Sehr fein, sehr fein.
Das war der Bum-Bum-Zombie. Das war der zweite. Ich hab sie nur piepen hören. War Nummer 3. Eine mitnehmen. Alter, bin ich jetzt erschrocken. Ein dicker, fetter Militärzombie. Komme ich auf Polizeizombie? Versorgen. Alter, das war was. Schein. Ah, ich brauche die Brechstange. So, 100%. Und jetzt machen wir eine nach der anderen auf und schauen mal, wie viel Wertigkeit dann das verliert.
ist natürlich schön, wenn man solche Experimente machen kann. So. Und? Wieder so eine Miene. Halleluja. Und wir haben 12%, wie ich vorhin geschätzt habe, beim Airdrop. So, seht ihr? Unten rechts geht's runter. Dass ich da M82 Muni gefunden habe, das wundert mich schon, hey. Okay, ist natürlich ein bisschen mau, also zwei Stück, 24%, also 12% pro aufgebrochenen Behälter. Also könnte 8 Behälter aufmachen, dann ist das Ding eigentlich durch. Oh, was machen die anderen? Aha. Sandmann ist dort, Meshek ist dort. Ja, doch. Wird ja was. Aber es dauert schon lang. Dauert schon echt lang, bis das offen ist. Und man kann ja nichts machen, ne? Also, wenn mich da jetzt einer abschießt, Pech gehabt. Und werfen! Hör, macht sogar Flatsch. Was ist da oben? Nein! Verdammt! Ich hab's doch gerade weggeschmissen. Und gib ihm. Ah.
103% ist Gegner. So, dann müssen wir mal. Sonst wird's böse. Diep, diep, diep. Ich muss es echt erst in die Hand nehmen, weil der mich verschaukelt. Bam! Jawohl, und jetzt gib ihm. Da muss doch mal was zu finden sein. Erst im Airdrop nichts, keine Waffe, keine Lebensmittel. Haben die das so runtergeschraubt? Das ist ja schon heftig. Was ist drin? Wollen die mich trollen? Magazin? Ein Magazin in einem solchen Schrank? Und gerade mal 9 Schuss von irgendeiner kleinen Popel-Waffe. Und ich habe nur meine Waffe gefunden. Also, ja, unsere Wertigkeit ist schon wieder runter. Lol. Eine Waffe. Ich glaub's ja nicht. Eine Waffe. 2, 3. Und 65% weg. Boah, das ist übel. Und Gerfen. Flop.
Oh, da unten haben wir noch was. Ah, können wir mal ins Handwerk schauen. Und dann das. Dann können wir hier was machen. So. Hey, SWD-Munition. Hey, Magazin. So, dann würde ich ja mal sagen, und das dahin, das tun wir mal aus, schwarz tun wir da rein, da rein. Zack, zack,
So, dann schauen wir da mal rein. Halleluja. Haben wir da schon was drin? Also da kann man schon was mit anstellen. Definitiv. Und warum habe ich jetzt keine Batterie mehr? Oh, ich dödel. Jetzt habe ich das Licht angelassen. Oh Mann. Echt, warte, das geht ja gar nicht. Das ist ja. Pah. Zack, das geht doch nicht. Naja, hilft nichts. Dann müssen wir mal weiter schauen. Und noch ein bisschen hier bleiben. Aber für diese Folge würde ich sagen, reicht es. Wir haben uns die Zeit auch schon wieder sehr überstrapaziert. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann nochmal schauen, wo es uns dann hin verschlägt. Und bis dorthin bleibt gesund und schaut wieder vorbei. Ciao, ciao.